So, liebe Kanalbenutzer, liebe Leute, die noch alle Tassen im Schrank haben, und es wäre mir auch sehr recht, wenn diese Videos einmal die Leute erreicht, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, beziehungsweise die sich an einem Verbrechen beteiligen. Es geht heute um meine lieben Freunde Larissa und Johannes Paleologaros, die in Ternitz ein Lokal hatten. Das Lokal ist geschlossen seit einigen Monaten, wie amtsbekannt ist. Na, da ist heute um 9:30 oder irgendwann am Vormittag, so genau weiß ich es nicht mehr, die Bozilei gestanden mit dem Maschinengewehr, druckt eine Mitbewohnerin dort auf den Boden. Jetzt frage ich einmal an denjenigen, der das gemacht hat, wie fühlt sich das eigentlich jetzt an? Gehst du jetzt nach Hause und sagst zu den Kindern, na, der Papa hat heute das Maschinengewehr auf eine Frau gehalten, warum nur? Einfach einmal so. Was man dort wollte in der Wohnung, das weiß keiner so genau. Gefunden haben sie jedenfalls nichts. Nur, Freunde, ich meine, was glaubt ihr eigentlich, dass wir euch das jemals vergessen? Ich meine, von vergessen ist immer überhaupt gar kein Red, gell? So fängt es einmal an. Und nein, wir verzeihen euch das auch nicht. Und es gibt für so ein Verhalten keine Erklärung. Und kommt's mir nicht mit, naja, das ist ja nur meine Arbeit und ich muss ja einen Scheißdreck, musst du. Es gibt zu jeder Handlung eine Alternative. Und es wird die Zeit der Verantwortung kommen. Und wir lassen euch nicht aus. Und solange ich lebe, und das sage ich, so wahr ich hier sitze, im Übrigen auch bei einem lieben Freund, ja, weil es gibt viele Leute, die noch alle Tassen im Schrank haben, werde ich dann nicht locker lassen und reinbohren. Und ich kann ziemlich lästig sein. Und ich bin nicht alleine. Überlegt euch, was ihr da tut. Und das wird den Widerstand stärken. Es scheint also offensichtlich irgendeinen Sinn zu haben, diese ganzen Schikanen. Österreich ist wirklich eine Art Shithole-Country geworden. Anders kann man das nicht bezeichnen. Wir zeichnen uns wieder einmal durch Turbofaschismus aus. Also wir haben nichts dazu gelernt. Mich persönlich erschüttert das wenig, weil ich weiß schon seit Erfolg, dass die meisten Leute Faschisten sind und oder strunzdumm. Aber was ist denn da auf einmal los? Und wir haben das einschleifen lassen und wir werden das jetzt auch wieder beenden. Das wird eine Weile dauern, aber jeder ist aufgefordert nachzudenken. Und solche Aktionen stärken den Widerstand. Das ist ein Schuss ins Knie eines Unrechtsregimes. Anders kann man das nicht mehr bezeichnen und kommt man nicht mit Demokratie und gewählt, weil das Problem, dass die Exekutive nicht gewählt ist, und mit der Exekutive meine ich in diesem Fall die Regierung, das wissen wir auch, demokratisch legitimiert, na, da könnte man vielleicht streiten drüber. Aber wir haben hier ein massivstes Gewaltentrennungsproblem und wir müssen das, liebe Freunde, angehen. Wir müssen das politisch angehen und zwar schnell angehen. Und locker lassen dürfen wir nicht. Und bitte bleibt im Widerstand, sagt endlich einmal nein, weil das kann jedem von euch passieren. Der Unrechtsstaat macht vor nichts und niemanden Halt. Nicht vor Kindern, nicht vor alten Leuten, nicht vor Vereinen, nicht vor Religionsgemeinschaften, nicht vor Kranken, nicht vor Behinderten, gehandicapten Leuten, vor original niemanden. Und hier müssen wir das Stoppschild sein. Wir müssen dieses Stoppschild sein, das sagt aus, bis hierher und weiter nicht. Wir sehen uns morgen auf der Straße, bitte am Heldenplatz, spätestens um 13 Uhr zeigen wir weiterhin Präsenz, weil es ist nicht vorbei. Das hört nur dann auf, wenn wir diese Sache politisch lösen und wenn wir selbst als Menschen, als souveräne Bürger uns endlich einmal nicht mehr verhalten wie aufgescheuchte Händel, wie der andere soll es lösen, oder wie verängstigte Schafe, die völlig orientierungslos herumtaumeln. Ja, was ist so schwer daran, Nein zu sagen? Nein, jetzt können wir wirklich Flagge zeigen und es ist an der Zeit, wirklich einmal solidarisch zu sein und Flagge zu zeigen. So, also immer schön bei sich bleiben. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen grantig mittlerweile schon, weil auch mein Geduldsfaden ist schon relativ dünn. Aber dennoch kühlen Kopf bewahren, cool bleiben, nachdenken und standhaft bleiben. Pfiat euch.